Es ist das Jahr 2060. Ihr seid in der Stadt unterwegs und kommt an eine schöne alte Kirche. Für einen kurzen Moment bleibt ihr vor der Kirche stehen und schaut nach oben zum Turm. Dann öffnet ihr die schwere Holztür, tretet ins Innere und schaut euch dort nach einem Gebrauchtwagen um. Ein Autohaus in der Kirche, klar, das klingt ein bisschen seltsam, aber genau das könnte es im Jahr 2060 geben. Denn viele der Gebäude wird man für ihren eigentlichen Zweck gar nicht mehr brauchen. Kirche, wie wird es so in 30 oder 40 Jahren aussehen damit? Und wie wird sich das gesellschaftlich entwickeln, wenn immer weniger Menschen sich mit dem evangelischen oder mit dem katholischen Glauben identifizieren können? Genau darum geht's jetzt. Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Karlsruhe. Oberweier heißt das. Malerisch am Rande des Schwarzwalds gelegen. Ein sehr katholisches Dorf. Ich war in einem katholischen Kindergarten. Während der Grundschulzeit waren wir in katholischen Gottesdiensten und die Kommunion war eines der Highlights im Leben eines jungen Menschen. Natürlich vor allem wegen der Geschenke. Für mich war das ein bisschen schwierig, weil ich evangelisch bin und mich immer ein bisschen als Außenseiter gefühlt habe. Aber für mich war damals auf jeden Fall klar, Deutschland ist ein Land, in dem die Kirche sehr viele Bereiche des Lebens bestimmt. Weil es bei uns im Dorf eben der Fall war. Und während es in Oberweier die katholische Kirche gewesen ist, war es in anderen Gegenden Deutschlands die evangelische Kirche, Hessen oder Niedersachsen zum Beispiel. Rund 2/3 aller Deutschen waren damals, Anfang der 1990er Jahre, noch Mitglied in einer der beiden Kirchen. Allerdings war genau das auch die Zeit, in der sich einiges geändert hat. Diese 2/3 waren im Vergleich zu den Jahrzehnten davor gar nicht so gut und es sollte noch viel heftiger kommen. Während 1953 noch fast 90% aller Menschen in der Bundesrepublik Deutschland Kirchenmitglied waren, waren es 2018 nur noch etwas mehr als die Hälfte. Tendenz weiter fallend. Immer weniger Menschen sagen, die Kirche ist super, da mache ich mit. Und immer mehr kehren dieser Institution den Rücken zu. Sowohl die Deutsche Bischofskonferenz als auch die Evangelische Kirche in Deutschland haben neulich neue Zahlen veröffentlicht und die zeigen einen ganz klaren Trend. Es geht abwärts. Diesen Trend bestätigt auch eine Prognose des Forschungszentrums Generationenverträge der Universität Freiburg. Die besagt, 2060 wird der Anteil der Kirchenmitglieder an der Bevölkerung von derzeit 54% auf 29% gesunken sein. Rund 40% der Mitglieder sind dann älter als 65 Jahre. Aber Kirchenmitglied sein, was bedeutet das überhaupt genau? Naja, im Prinzip genau das, was der Begriff sagt. Man ist Mitglied, also Teil der Institution Kirche. Das heißt, man bekennt sich zu seinem evangelischen oder katholischen Glauben, indem man Teil der Gemeinschaft wird, die repräsentativ für diesen Glauben steht. Der Eintritt erfolgt in der Regel durch die Taufe. Damit stehen einem verschiedene Privilegien offen. Man darf zum Beispiel unter bestimmten Umständen am Abendmahl teilnehmen. Man darf kirchlich heiraten und man bekommt eine kirchliche Beerdigung. Gleichzeitig gibt es aber auch eine wichtige Pflicht. Man muss etwas bezahlen. Für Kirchenmitglieder wird die sogenannte Kirchensteuer fällig. Das ist so ein Anteil an der Einkommensteuer von 8 oder 9%, je nach Bundesland. Dazu bekommt die Kirche jedes Jahr rund 500 Millionen Euro vom Staat, als Ausgleich für die Enteignungen unter Napoleon. Das ist tatsächlich bis heute gültig, auch wenn es immer wieder abgeschafft werden sollte, aber bis heute gilt dieser Ausgleich. So nehmen die Kirchen in Deutschland momentan jedes Jahr rund 12 Milliarden Euro ein, mit denen sie sich ihren kompletten Apparat finanzieren. Das heißt, die Gehälter von Pfarrern und Gemeindeangestellten, Unterhalt von Kirchen, aber auch teilweise Kindergärten, Schulen und vieles mehr. Und obwohl die Zahl der Kirchenmitglieder seit Jahren immer weiter sinkt, finanziell sieht es immer noch gut aus. Wir Deutschen verdienen gerade ziemlich ordentlich und dementsprechend hoch sind auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer. Auf lange Sicht wird sich aber auch das ändern. Laut der Prognose aus Freiburg wären 2060 rund 25 Milliarden Euro im Jahr nötig, um die gleiche Zahl von Angestellten und Gebäuden wie heute bezahlen zu können. Und da sind wir wieder bei dem entscheidenden Punkt. Das, was momentan noch selbstverständlich ist. Die Kirche, mitten in der Gesellschaft, wird in nur wenigen Jahrzehnten vermutlich in dieser Form nicht mehr existieren. Aber warum eigentlich? Warum finden es immer weniger Leute spannend, Teil der christlichen Glaubensgemeinschaft zu sein? Hat kaum noch jemand Bock auf Gott? Ja, das kann man schon so sagen. Laut der aktuellen Shell-Jugendstudie würden sich zum Beispiel nur noch 1/3 der 15- bis 25-jährigen Deutschen als gläubig bezeichnen. Vor 3 oder 4 Jahrzehnten war das noch ganz anders. Und auch insgesamt nimmt der Hang zum Glauben in Deutschland ab. Knapp 60% aller Deutschen würden sich heute noch als gläubig bezeichnen, aber allein das ist es nicht, was dazu führt, dass die Kirche Mitglieder verliert. Die Ursachen liegen noch viel tiefer.
Das zeigt unter anderem eine Studie, die das Bistum Essen vor einiger Zeit veröffentlicht hat. Und die Gründe laut dieser Studie und anderen Untersuchungen sehen so aus. Erstens, der demografische Wandel. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Und es gibt deutlich mehr Beerdigungen als Taufen. Das heißt, ganz brutal gesagt, in Kirchen sterben die Leute weg. Aber nicht nur auf diese Weise gehen Mitglieder verloren. Auch durch Austritte. Und das hat mit den nächsten Ursachen zu tun. Zweitens, es gibt eine Art Entfremdung von der Kirche. Gerade junge Menschen, das zeigt die Studie aus Essen, fühlen sich immer weniger mit der Kirche verbunden. Es gibt so viel anderes, was man so um sich herum hat. Da spielen Glaube und Kirche nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend dabei ist auch das Weltbild, das vor allem die katholische Kirche immer noch vermittelt. Homosexualität als Sünde, kein Sex vor der Ehe, allgemeines Frauenbild. Das ist für viele Menschen inzwischen weltfremd und wird abgelehnt. Drittens, die Skandale. Wenn ich euch frage, was ist das Erste, an das ihr denkt, wenn ihr das Wort Kirche hört, werden viele von euch wahrscheinlich spontan sagen, Missbrauch. Und tatsächlich gab es vor allem in der katholischen Kirche über viele Jahrzehnte allein in Deutschland wohl tausende von Fällen, in denen Priester oder andere Kirchenangestellte sich an Jugendlichen vergangen haben. Und nicht nur in Deutschland gab es solche Fälle, auch weltweit. Als das nach und nach herauskam, hat die Kirche oft gemauert und ihre Leute geschützt. Das kam nicht so wirklich gut an. Dazu kommt eine Reihe weiterer kleinerer und größerer Skandale. Geldverschwendung, wie im Fall des ehemaligen Limburger Bischofs Thebats van Elst zum Beispiel, der sich einen Bischofssitz für rund 30 Millionen Euro renovieren lassen wollte. Der Ruf der Kirche ist deshalb nicht unbedingt der beste. Und dann ist da natürlich noch viertens das Geld. Wer von euch arbeitet und Geld verdient, wird sich vielleicht auch schon mal gefragt haben, warum finanziere ich eigentlich eine Institution, mit der ich kaum etwas zu tun habe? Wenn das so ist, dann geht es euch wie vielen, die aus der Kirche austreten. Die Kirchensteuer ist einer der am häufigsten genannten Gründe für einen Austritt. Oft als Konsequenz daraus, dass man sich mit der Kirche einfach nicht mehr so wirklich verbunden fühlt. Die Frage ist, was macht das alles mit einer Gesellschaft, die vom Christentum trotz allem immer noch sehr geprägt ist? Immerhin feiern wir nach wie vor Weihnachten und Ostern, wir haben christliche Feiertage und so weiter und so fort. Um in die Zukunft zu schauen, reicht es, in der Gegenwart zu bleiben. Ist ein kluger Satz, aber er stimmt. Nämlich dann, wenn man den Blick in Richtung Ostdeutschland wirft. Also den Teil Deutschlands, in dem Glauben allgemein und Kirchen im Speziellen viele Jahrzehnte eine nur sehr untergeordnete Rolle gespielt haben. Teilweise wurde das auch staatlich verfolgt, nämlich in der Zeit der DDR. Ostdeutschland gilt als die gottloseste Region auf der ganzen Welt. Nur in Teilen Asiens gibt es noch ungefähr so viele Atheisten wie in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt. In der Region Leipzig-Halle gehören zum Beispiel mehr als 80% der unter 30-Jährigen keiner Konfession an. Bei den 55- bis 59-Jährigen sind es sogar mehr als 90%. Insgesamt sind in den sogenannten neuen Bundesländern mehr als 2/3 aller Menschen nicht Mitglied in einer Kirche. Statt Kommunion oder Konfirmation gibt es dort teilweise die aus der DDR übrig gebliebene nicht religiöse Jugendweihe. Außer an Weihnachten und Ostern sind die Kirchen bei Gottesdiensten weitgehend leer. Und auch das ist interessant, der ADAC, also dieser Automobilclub, hat, wenn die Zahlen, die ich gefunden habe, stimmen, mehr Mitglieder als die evangelische und die katholische Kirche in Ostdeutschland zusammen. Ganz interessant dabei ist übrigens, gerade in den Regionen, in denen der christliche Glaube kaum vorhanden ist, gibt es besonders viele Menschen, die sich öffentlich um den Zustand unseres christlichen Abendlandes sorgen. In Dresden zum Beispiel, die Stadt, die Pegida bekannt gemacht hat, sind nur ungefähr 20% Angehörige einer christlichen Konfession. Ähnlich sieht es in ländlicheren Gegenden Sachsens aus, wo es teilweise nicht einmal 10% Christen gibt. Hat das gesellschaftliche Auswirkungen? Das ist schwierig zu sagen, denn das alles ist ja nicht erst seit gestern so, sondern schon eine ganze Weile. Soziologen beobachten, dass religiöse Rituale mit der Zeit einfach durch andere Dinge ersetzt werden, die Sinn stiften sollen und so in vielen Bereichen so eine Art Ersatzreligion sind. Die einen glauben eben an Gott und die Kirche, die anderen, keine Ahnung, daran, dass ihr Fußballverein irgendwann wieder in der ersten Bundesliga spielt, um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Tatsächlich gibt es inzwischen auch schon Langzeitstudien, die die Tatsache, dass Glaube in Ostdeutschland kaum eine Rolle spielt, untersuchen. Mehr dazu habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Das heißt, die Kirchen in Deutschland verlieren immer mehr Mitglieder. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Klar ist, vieles hängt damit zusammen, dass sie die Leute nicht mehr richtig erreichen. Ob sich daran noch was ändert, das ist die große Frage. Momentan sieht es aber eher nicht danach aus. Das würde ich zumindest sagen. Aber vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders. Was müssten die Kirchen eurer Meinung nach machen, um den Trend zu stoppen? Und was müsste passieren, damit ihr sagt, ja, ich werde da Mitglied oder
Ich bleibe Mitglied. Schreibt es gerne unten in die Kommentare und hier neben mir findet ihr ein Video über Martin Luther, der ja auch generell eine große Rolle spielt, wenn es um die Entwicklung der Kirchen in Deutschland geht. Und noch was Aktuelles von mir, ein Video zur Frage, ist Facebook wirklich bald tot? Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.